Okay, bloß 20% extra Schaden ist auch nicht verkehrt, aber hält halt nur 15 Sekunden. Das klingt ganz gut hier, statt unseren Standardzauber, wobei der nur 2 Mana kostet und der hier halt 7. Aber ich will den, achso, kann ich jetzt noch nicht auswählen, okay. Okay. Jetzt haben wir ganz schön viel Kohle ausgegeben. Irgendwie müssen wir herausfinden, wie wir oder lese ich die hier? Nö. Gerümpel verkaufen? Haben wir irgendwas erschmiedet, was wir behalten wollen? Ich glaube, Werkzeug brauchen wir nicht, das ist ein Produkt. Und hier jetzt ein wenig warte. Schön irgendwas? Nee. Die wurde gefangen genommen von Outlaws. Schade. Pausenmenü, nee. Wen? Wie wähle ich denn das Buch zum Lesen aus? Verfickt. Nochmal. Sorry. Entschuldigung. Ah, das ist ärgerlich. Mensch, das war ein Wort. Muss ich das rausschneiden? Read Scroll. Ah. Okay. Scheinbar, ja, wir. Ja, wir lesen das jetzt. Okay. Jetzt geht's. So funktioniert das. Gut. Hat ja lang genug gedauert. Mann. Artillerie hätte ich gern. Müssen wir rausfinden, wie wir die zusammenkriegen. Wir müssen ein bisschen warten hier. Hier. Der Fortschritt. Lesen. Crossbow. Geil. Oh, da steigen die Fähigkeitspunkte in der Armbrust. Hätte ich gelesen. Machen wir das hier noch? Charakter? Armbrust. Schnelleres Ziel mit Armbrüsten. Armbrusttreffer ignorieren Rüstung unter 20. Okay. Ich weiß nicht genau, was das hier macht.
Das lese ich jetzt auch. Und dann warten wir hier noch einen Tag, um Geister zu rekrutieren, oder? Ah ne, wir sind schon voll. Geister haben wir hier unten, naja. Nein, nehmen wir trotzdem die Reiter. So eine Reiter-Geist-Truppe ist schon nice. Wäre schon nice. Ach, weißt du was? Wir machen das trotzdem nochmal. Dann haben wir ein bisschen ausgewogenere Truppen. Hier nochmal 30 wegschmeißen. So. Und dann warten wir hier nochmal. Dann wird das Buch auch wieder gelesen. Ja. Das Buch könnte man dann auch gleich verkaufen. Ah, sie sind kommen aus dem Gefängnis. Sehr gut. Spellcraft und Gunpowder. Oh. Auch nicht schlecht. Bücher lesen ist gut. Aber wir haben gerade schon wenig Geld inzwischen. So, okay. Ach, ein Gefangener will uns beitreten. Sehr gut. So. Und das noch? 24, okay, das passt. Und dann hier Gunfodder. Das ist egal. Vielleicht können wir noch ein paar Truppen rekrutieren. Drei Plätze haben wir noch frei. Halt jetzt mal in unser Gebiet zurück. Oh. Wieder so eine Burg. Success. Gut. Eins, zwei, drei. Das reicht erstmal an Truppis. Jetzt immerhin schon ein paar Bogenschützen. Und Reiterei ist auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Ah ja. Ja, doch, hat da oben steht es ja. 20 Bogenschützen, okay. So, wir reiten mal zurück in unser Gebiet. Schauen mal, was Grenzstadt so macht. Und ein paar Städtenbanditen auf dem Weg platt machen, damit unsere Truppen Erfahrung sammeln. Ich hätte irgendwie Bock. Ich habe eine Idee, warte mal. So. Testen wir mal unsere Bogenschützen. Oh, Wald. Okay, das ist ein Dorf. Oder eine Ruine.
Kavallerie. Gehen wir hin. Infanterie. Bogenschützen. Ach, keine Ahnung. Oh, bereit. Ah, ich bin bei den Bogenschützen, alles klar. Was sind denn die Feinde? Okay. With me, puppet. Reite ich mal hier hoch. So. So. Rock soldiers. Ihr, das höre ich mal. Ihr. Fortman. Und ihr auch. Go forth. Weiter vor. So. Weiter vor. Weiter vor. So. Horseman. Und die Reiter, keine Ahnung, die wusste ich mal, nutz. Was? Arrows. Oh, ich wusste ich mal hier so. Do my bidding. Sind die schon am Anrücken? Nee, ne? Die kommen gar nicht. Do my soldier, do my bidding. Do my bidding, Archer. Go forth. Ah, jetzt kommen sie auch wieder. Arrow, do my bidding. Stellen wir die mal da hin. Na, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Was soll's? Einfach mal alle da rein. Das war's jetzt schon. Keine verloren, das ist gut. Ein paar gelevelt, das ist auch gut. Die Map war jetzt nicht besonders gut für das, was ich vorhatte. Wir wollen hier hin. Nach Grenzstadt wollen wir eigentlich. Ich reite mal einfach durch jetzt. You will die drowning in a pool of your own blood. Hoppala, die habe ich jetzt nicht gesehen. Auf der Brücke, na toll. Okay, pass auf. Da machen wir die jetzt platt. So, nicht auf der Brücke. Keine Brücke hier. Schwören. Okay, das ist nur so eine Furt. Schade. Okay. Was? Ihr müsst von der Flanke dann kommen.
Dass die mal weiter vorne steht. So. Die Bogenschützen. Das sind nicht. Die Bogenschützen. Bleib mal bei den Bogenschützen. So. Infanterie macht ein Quadrat. Infanterie macht ein Viereck. So. Können wir das ein bisschen größer ziehen, ja? Naja, nicht wirklich. Wir haben zahlenmäßige Überlegenheit. Ich mach's anders. Schildwall. Und einen langen Schildwall hier. Und ihr macht hier ein Quadrat. Und zwar setzen wir den zurück. So. Und den setzen wir hier ein. So. Warte. So. Jetzt schaue ich mal, ob die hier reinlaufen. Vielleicht ein bisschen weiter rüber sogar. Die hier reinlaufen in den Schildwall und wir sie dann flankieren können mit denen und auf der anderen Seite mit den Bogenschützen und mit den Reitern dann quasi von hinten die weiter vorstellen. So. Die Bogenschützen positiere ich mal hier so breit. Ach schau mal, wir haben hier sogar einen kleinen Hügel. Und die Bogenschütze erstmal rauf. Ach, hier kommt ein Reiter. So. Das ist schlecht. Zieh dich mal zurück. Das Gefährliche sind die Infanterie-Leute. Nein, 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 ich habe jetzt so einen komischen Befehl gegeben. Ah, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich irgendeine Gruppe erstellt, das will ich nicht. Okay. So. So, hier. Aber nix. Was ist hier drüben los? Okay, es funktioniert nicht. So, machen wir das so. Du erst diese Gruppe hier auswischen. Die Reiter sollen den weiblichen Reitern hinterher. Und die Reiter hier sollen die da von hinten platt machen. Und die Bogenschützen sollen bei mir postieren. So. Ich führe dann Stück für Stück näher ran.